Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Galactic Science. Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich fragen, wieso zurück? Ist doch die erste Folge. Das ist nur teilweise richtig. Wir beginnen heute mit diesem neuen Let's Play. Soweit stimmt es. Allerdings habe ich vor einiger Zeit diese Mod schon mal gespielt. Da kam dann irgendein anderes Spiel dazwischen. Der Rechner musste neu aufgesetzt werden. Blibablub, der Spielstand war weg. Und ja, war dann ärgerlich und deswegen dachte ich, wir beginnen heute einfach nochmal von vorne. Diesmal verspreche ich euch allerdings, dass wir die Mod wirklich zu 100% machen. Das heißt, wir werden alle Quests durchmachen, wir werden sämtliche Maschinen bauen, auch so ein bisschen Maschinen drumherum, die nicht unbedingt im Questbook stehen. Ich versuche euch alles möglichst gut zu erklären für euren Start hier auf dem Mond, ja, und auf den anderen Planeten, die wir dann noch erforschen. Wir werden natürlich die Dungeons erforschen, entsprechend schon allein wegen der Enderperlen, und wir werden eine saucoole Basis hinstellen. Das verspreche ich euch an dieser Stelle und ja, wenn ihr Spaß habt, dann lasst mir doch ein Abo da, ja, dann verpasst ihr auch keine der anderen Folgen. Und ich würde sagen, jetzt springen wir einfach mal direkt rein ins Spiel. Ja, ausgezeichnet. Und da sind wir auch schon auf dem Mond. Ihr seht hier unsere Basis, wir haben einen Baum. Und die Basis ist, ja, ich sag mal, ist eigentlich ein Raumschiff. Ja. Wenn man hier in das Spiel reingeht, hat man zwei Templates zur Auswahl. Entweder das Observatorium oder dieses formschöne Raumschiff. Es ist ja auch noch ein bisschen dunkel, die Sonne geht gerade erst auf. Aber wir haben Glück, es sind keine Monster da. Ja, also das, so weit haben die mitgedacht, dass man hier nicht gleich stirbt. Der Eingang ist ja auch ziemlich weit offen. Auf jeden Fall, das Raumschiff hier, da können wir hier auch ein bisschen runter. Da hinten haben wir Sand, wir haben ein Mikroskop, wir haben ein Bett, was total überflüssig ist. Das seht ihr dann gleich noch. Und wir haben diesen Baum. Ja, blöderweise ist da keine Erde drunter. Ja, das seht ihr dann gleich noch. Und wir müssen hier erstmal so ein bisschen die Leaves abbauen und hoffen einfach, einen Sapling zu bekommen. Sollten wir keinen bekommen, dann werdet ihr das gar nicht mitbekommen, denn dann werde ich das Let's Play einfach neu starten, denn der erste Sapling wäre hier schon wichtig, weil ohne Holz braucht man sehr, sehr viel am Anfang. Das ist unsere Hauptressource. Ja, wunderbar, da haben wir auch einen schon. Ist so ein bisschen wie bei Skyblock, ja. Also wenn der halt kein Sapling kommt, dann fängt man halt einfach nochmal neu an. beziehungsweise, ich glaube, man kann theoretisch sogar da irgendwie zu Rande kommen, aber es macht keinen Spaß. Also ich sag mal, jetzt gerade am Anfang wäre der Sapling einfach wichtig. Und wir haben einen, das ist sehr gut. Oh, da hinten, da ist noch einer. Das ist gut. Oh, und da kommen noch, aha, ausgezeichnet, drei Stück. Das Holz nehmen wir natürlich auch gleich mit. Da seht ihr auch, da ist keine Erde drunter. Die werden wir uns also auch erst herstellen müssen. Wir bekommen allerdings durch jede Menge Quests am Anfang auch Erde. Das reicht natürlich nicht fürs gesamte Let's Play. Also wir werden uns auch jede Menge Erde herstellen müssen, auf verschiedenste Weisen. Am Anfang dann erstmal mit den Saplings, die kann man kompostieren, das zeige ich euch. Und ja, jetzt haben wir erstmal hier das Holz, wunderbar. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder rein. Hier draußen gibt es natürlich noch Ressourcen in Form von diesen Steinen und Turf. Das bauen wir auch noch alles ab, aber jetzt gehen wir erstmal hier runter. Und ihr seht hier im unteren Bereich, ja, wunderbar, super Achievement gleich bekommen. Machen wir uns erstmal hier eine schöne Workbench und vielleicht dann auch eine Kiste. Weil wir haben natürlich jetzt schon direkt im Inventar jede Menge Sachen, die wir nicht brauchen. Ja, wir haben zum Beispiel zwei Questbooks. Warum auch immer. Ja, also eins reicht dann natürlich. Und wir haben dieses Open Computers Manual, das brauchen wir auch erstmal nicht. Das kann alles weg. Hier im unteren Bereich ist auch übrigens auch unsere Station, wo wir unsere Flaschen, unsere Sauerstoffflaschen auffüllen können. Ja, also das heißt, wir haben hier den Kollektor, der praktisch die Luft aus diesen Leaves rauszieht, und wir haben den Kompressor. Aber ihr seht, irgendwie, der verliert Strom, ja, oder hatte Strom. Und das liegt daran, dass unsere Energiequelle hier noch nicht aktiv ist. Ja, da haben wir hier auf dem Mond einen Star Harvester. Auch sau cool. Ja, da muss man praktisch einen Stern reinpacken und aus dem Stern gewinnen wir die Energie. Und ja, in dem Moment, wo wir hier dieses Ding rausgenommen haben, haben wir auch schon direkt unsere zweite Quest. Also das ist ja noch die erste. Da bekommen wir unseren Stern. Ja, also da muss man nichts tun. Ja, einfach hier, wenn man auf dem Mond ist, dann hat man die Quest erfüllt. Das ist also noch recht easy. Wir bekommen Sauerstofftanks noch, die ist auch extrem gut. Ein Energy Conduit, ja, naja, und ein bisschen Futter. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, da haben wir den Stern auch schon. Wenn ihr den in der Hand habt, könnt ihr euch übrigens auch nur ganz langsam bewegen. Liegt natürlich daran, dass ein Stern wahrscheinlich einfach auch ein bisschen schwerer ist. Und mit Power-Up, die Quest haben wir jetzt schon erfüllt.
einfach, weil wir dieses Teil rausgenommen haben. Also es macht, wird einem sehr, sehr einfach gemacht hier am Anfang. Ist ja auch okay. Und da bekommen wir auch Dirt. Das ist extrem gut. Das brauchen wir nämlich gleich. Und bei unten bei Pick One können wir uns eins auswählen. Da nehme ich auch den Dirt. Weil brauchen wir einfach jetzt jede Menge. Und vor allem haben wir hier auch eine Quest mit Dirt. Die können wir dann einfach automatisch erfüllen, indem wir einfach immer mal wieder Dirt auswählen als Quest-Belohnung. So, wir packen hier alles rein. Also erstmal diesen Container und dann den Stern hinterher. Und ihr seht, Gravitation und so weiter, man wird hier angezogen und auch leider alle Items. Ist erstmal kein Problem, weil die kann man wieder einsammeln. Blöd ist nur, wenn das Ding so ein bisschen verbaut ist, dann hauen die Items, wenn man da mal was hinwirft oder so, alle irgendwo nach unten ab. Da muss man ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Strom. Das ist auch wichtig, denn für die nächste Quest müssen wir hier beide Flaschen auffüllen. Also auch easy, wir packen die erste rein, die füllt sich mit Sauerstoff, dann kommt die zweite. So, hier unten sind wir erstmal fertig, würde ich sagen, gehen wir raus, denn wir müssen ja auch ein bisschen Turf sammeln. Und den Turf brauchen wir nämlich direkt für eine der nächsten Quests. Aber ich will natürlich jetzt hier auch gleich wieder einen Baum pflanzen. Erde haben wir jetzt, ja, den Dirt. Wir haben 3 Saplings, ja, und insofern wunderbar, machen wir gleich. Weil dann kann das mal ein bisschen vor sich hin wachsen. Und das würde ich jetzt auch gleich mit allen 3 machen. So, dann haben wir das auch schon. Wunderbar. Wir haben ja auch jede Menge Bone Meal bekommen. Deswegen würde ich jetzt auch gleich mal die Bäume wachsen lassen. Weil wir können ja bei eBay gucken. Holz vom Mond ist extrem begehrt. Ja, nicht, dass ich es verkaufen würde, weil wir brauchen jede Menge von dem Holz. Ja, der will jetzt hier irgendwie nicht. Ah, jede Menge von dem Bone Meal wieder verschwendet. Gehen wir gleich mal runter und tun... Ja, ist noch nicht ganz fertig. Zum erstmal wieder unser Inventar vielleicht so ein bisschen aufräumen. Wunderbar, Food erstmal weg. Haben wir momentan Hunger, haben wir keinen. Und jetzt müsste das Ding auch fertig sein. Wunderbar, dann packen wir gleich die nächste rein. Weil das ist ja auch eine der Quests, ja. Beide Sauerstoffflaschen füllen. Genau. Und achso, ja, wegen der Sauerstoffflasche können wir hier mal gucken. Wir haben hier praktisch eine Maske, eine Sauerstoffmaske. Dieses Gear, also diese Schläuche quasi mit dem Ganzen verbunden. Und wir haben 2 Sauerstofftanks. Das ist hier speziell in der Mod. Und wir verbrauchen permanent natürlich auf dem Mond Sauerstoff. Das heißt, wir müssen schauen, dass diese Flaschen immer irgendwie gefüllt sind. Ansonsten haben wir ein Problem. Blöd ist übrigens, wenn man stirbt, weil dann hat man erstmal nichts, ja. Und man spawnt leider auch ein bisschen außerhalb der Basis und muss sich dann beeilen. Da kann ich nur empfehlen, packt euch, nachdem ihr das erste Mal gestorben seid, irgendwo eine Markierung dorthin, wo ihr spawnt und geht dann, wenn alles wieder gut ist, einfach da mal hin, packt eine Kiste hin mit ein bisschen Sauerstoffflaschen, der Maske und dem Gear. Ja, dann ist nicht ganz so anstrengend. Vor allem, wenn man bei Nacht spawnt und die Monster, durch die muss man auch noch durch und so weiter zur Basis. Kann ein bisschen anstrengend sein. Ja, wir haben jetzt auch ein tolles Achievement gerade bekommen, Getting Wood. Liegt wahrscheinlich daran, dass der erste Baum wirklich so hingecheatet wurde von den Machern und er jetzt das erste Mal erkennt, wir haben wirklich einen Baum abgebaut. Wenn wir das so machen, bekommen wir auch Saplings. Allerdings kann man auch mit einem Crook oder auch einem Bone Crook, der hält einfach ein bisschen länger, die Leaves einzeln außenrum abbauen. Da immer ganz wichtig, immer von außenrum, weil wenn ihr in der Mitte beginnt, dann decayen die automatisch. Also immer schön außenrum. Da kriegt ihr ein bisschen mehr Saplings raus, aber mir reicht es jetzt eigentlich so erstmal. Wir haben dann später sowieso eine größere Baumfarm, so der Plan. Und da bekommen wir sowieso jede Menge Saplings. Und ja, Zeit haben wir ja auf jeden Fall. Insofern sollte das passen. Ja, und nachdem wir ja auch noch 12 Erde haben, pflanze ich jetzt auch gleich nochmal 3 weitere Bäume, können wir später gut gebrauchen. Ja, und dann sind wir auch schon wieder unten, nehmen uns den Sauerstofftank raus und haben die nächste Quest erfüllt. Das ist nämlich hier oben Just Breathe. Ja, müssen wir einfach beide auffüllen, ganz easy. Und ihr seht, wir bekommen hier, wir bekommen Seeds und wir bekommen auch schon wieder Futter, ja. Das ist wunderbar. Hier unten, gut, die Wooden Pickaxe ist nicht so spannend, Melon Seeds brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, ich setze gerade am Anfang eher auf die Reward Bags. Mit ein bisschen Glück kriegt man dann nämlich feine Sachen, irgendwie so ein Lavatank oder so. Schauen wir einfach mal. Und würde ich sagen, schauen wir auch gleich mal rein. Das ist ein gutes... Ja, ah, naja, gut. Ist auch nicht so verkehrt. Braucht man links jetzt am Anfang noch nicht. Das ist alles so verschiedener Dye, wo man Sachen einfärben können. Wird dann später unter Umständen noch interessant. Aber jetzt am Anfang brauchen wir es eigentlich nicht. Ja, gut. Da müsst ihr auch immer gucken, dass ihr in dieses Ding möglichst immer einen Tank reintut. Ja, dann habt ihr immer Sauerstoff. Nicht vergessen, weil gerade wenn man dann vor dem Ding steht und so, oh, stell hin und das ist leer, dann ja, ist doof.
Ja, ich mache jetzt noch mir ein, zwei Äxte und verwende unser restliches Bone Meal, damit wir hier ein bisschen an Holz rankommen, so die ersten Ressourcen. Das ist nicht so spannend, insofern da würde ich sagen, schneide ich und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, ausgezeichnet, da sind wir auch schon wieder. Bone Meal ist weg, wir haben jede Menge Holz bekommen, 9 Saplings, 4 Äpfel und wir haben auch Hunger. Allerdings würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall dieses Can of Food am Anfang zu verwenden. Denn dadurch bekommen wir einen Tin-Kanister, den können wir sogar wieder auffüllen mit 2 Äpfeln und das Ding in die Ecke. Ja, ist dann auch effektiver, wie jetzt einfach nur die Äpfel. Und die Dinger brauchen wir auch für manche Maschinen. Also ist nicht verkehrt. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach nochmal kurz ins Questbook rein. Da haben wir nämlich schon die nächste Quest wieder erfüllt. War auch ganz einfach, einfach hier diese Wooden Eggs und wir brauchen 2 Holz. Da haben wir jetzt ja jede Menge schon. Wir bekommen eine Stone Eggs, das ist cool, die können wir nämlich gut gebrauchen. Und ein Reward Bag, da nehme ich meistens das unten, das ist das rechte. Und bin damit bisher relativ gut gefahren. Ja, okay, wir haben eine Kuh bekommen. Ist später dann interessant. Würde ich euch empfehlen, jetzt auf gar keinen Fall spawnen zu lassen, denn die fällt mehr oder weniger gleich tot um, denn die hat keine Sauerstofftanks mit dabei. Da müssen wir erst die entsprechende Umgebung bauen, machen wir alles und dann vielleicht mit der zweiten Kuh können wir dann auch Leder bekommen. Ja, gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Ja, dann schauen wir einfach nochmal. Das Sieb wäre dann demnächst interessant, da brauchen wir noch ein paar Sachen. Aber was wir bauen können, ist auf jeden Fall hier schon das Oak Barrel. Habe ich euch ja schon gesagt, das brauchen wir, um weitere Erde herzustellen. Und da kriegen wir schon wieder Essen, also insofern wunderbar. Und eigentlich würde ich jetzt gerne auch schon das Sieb herstellen, da fehlen uns aber leider entscheidende Ressourcen, nämlich die Strings. Wo wir die herbekommen, außer von Spinnen, zeige ich euch in der nächsten Folgen. Und ich mache jetzt erstmal noch 2 Pickaxe, denn wir haben auch noch die Quest, wo wir Moon Turf, ich glaube 20 Stück, sammeln sollen. Das sollten 2 Pickaxe reichen. Und ich mache uns auch gleich die Oak Barrels, ja, haben wir auch noch als Quest. Ich mache gleich mal 2 Stück, denn die brauchen wir sowieso und da muss man nicht immer warten. Wenn wir da 8 Saplings reinpacken, dann bekommen wir quasi nach einer Zeit Dirt. Ja, Äpfel kann man auch reinpacken, wenn man will. Und somit haben wir schon die nächste Quest erfüllt. Wir bekommen schon wieder was zu essen. Und wir nehmen natürlich den Dirt, ganz klar. Den brauchen wir. Und ja, schaut her. Wir haben jetzt automatisch quasi 10 Dirt durch Questbelohnungen bekommen. Wie cool ist das? Und haben damit direkt die nächste Quest erfüllt. Wir bekommen entweder Strings oder den Silkworm. Nehmt an der Stelle am besten den Silkworm, denn mit dem können wir uns weitere Strings dann herstellen. Und mit 10 Strings kommt man sowieso nicht weit. Solltet ihr das aus Versehen nicht genommen haben, mit einem Crook könnt ihr um einen Baum rum und habt dann auch eine Chance, einen Silkworm zu bekommen. Als nächstes machen wir jetzt erst noch die Surface Quest. Die Folgen an sich sollen eigentlich so 10 Minuten lang werden. Wenn ihr mal auf die Uhr guckt, wir sind leider schon drüber. Also meistens, ja, die packen wir da noch hin, ist meistens in der ersten Folge ja der Fall, man muss ein bisschen was erklären. Unter anderem hier auch mit dem Moon Turf. Ja. Also die oberste Schicht ist Moon Turf hier auf dem Mond. Eine Schicht unten drunter seht ihr auch ein bisschen dunkler, das ist dann Moon Dirt. Da bekommen wir später Cobblestone dann raus. Und noch weiter unten kommt dann Moon Rock, da bekommen wir andere Ressourcen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal 20 von denen und haben jetzt 30 eingesammelt, macht nichts. Können wir gut gebrauchen, kriegen wir Redstone und so weiter. Und dann schauen wir vielleicht noch zum Abschluss in das Reward Bag rein. Vielleicht haben wir ja Glück, drückt die Daumen, vielleicht kriegen wir irgendwas Cooles. Na? Ja, gut, ein Zombie. Naja, ist jetzt auch noch nicht so spannend, können wir vielleicht später gebrauchen, wenn wir uns einen Spawner oder so bauen. Für den Anfang natürlich nicht spannend, packen wir erstmal in die Kiste. Für später. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Ressourcen abbauen und mein Inventar sortieren und so weiter. Vielleicht noch oben die Erde entsprechend verwenden. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, wie gesagt, lasst mir doch ein Abo da und ihr könnt auch gerne diese Glocke anklicken. Dann bekommt ihr immer mit, wenn es eine neue Folge gibt. Und ja, in diesem Sinne, haut rein. Schaut euch vielleicht diese Mod wirklich mal an. Also ich finde die prima. Ich habe damit wahnsinnig viel Spaß schon gehabt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Also, macht's gut, bis dann und Servus!